Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Und heute stellen wir euch die Legenden von Andor, die ewige Kälte, vor. Die Legenden von Andor, die ewige Kälte, ist der neueste Andor-Teil und ist vom Autor Michael Menzel, von dem auch die Illustrationen stammen. Es ist für 2 bis 4 Spiele ab 10 Jahren, dauert 60 bis 90 Minuten und ist bei Kosmos erschienen. Die ewige Kälte bringt 4 neue Legenden mit, die jeweils eigenständige Partien darstellen, aber eine gemeinsame Geschichte erzählen. Das Spiel liefert wieder eine Losspielanleitung, die direkt die erste Legende startet. Weitere Regeln und Spielelemente werden nach und nach in den folgenden Legenden eingeführt. Jeder Spieler verkörpert einen Helden von Andor, der Teil der gemeinsamen Heldengruppe ist. Gemeinsam erleben und meistern sie jede Partie eine Geschichte mit verschiedenen Aufgaben. Die Spieler sind abwechselnd am Zug. Ist man dran, so muss man sich bewegen bzw. stehen bleiben oder kämpfen. Nach einer Bewegung kann man in der Regel mit Plättchen des Zielfeldes interagieren, wie zum Beispiel das Entdecken von Schneeplättchen. Dabei kommt es sowohl zu positiven wie negativen Effekten. Jeder Held verfügt über Stärkepunkte sowie eine Anzahl Würfel in Abhängigkeit ihrer Willenspunkte. Gegner haben dies ebenfalls. Kommt es zum Kampf, entscheiden Würfelwerte sowie Stärkepunkte und Fähigkeiten über Sieg oder Niederlage. Jeder Schritt sowie jeder Kampf verbraucht 1 Stunde Zeit des Helden. Hat er keine Zeit mehr, kann er gegen Willenspunkte noch weitere Stunden nutzen, bis er schließlich den Tag für sich beenden muss. Legendenkarten führen durch die Geschichte, stellen Aufgaben und lassen Gegner erscheinen und vieles mehr. Haben alle Helden den Tag beendet, werden die Gegner vom Spiel automatisch bewegt. Dabei greifen sie nie die Helden an, sondern stürmen auf die Basis der Helden zu. In der Regel bleiben mehrere Gegner nicht auf einem Feld stehen, sondern überspringen sich, wodurch sie schneller vorankommen. Irgendwann teilen die Legendenkarten den Spielern mit, dass sie nun gewonnen oder verloren haben. Ja, was mir hier besonders gut gefällt, ist, dass es sich immer noch anfühlt wie ein Andor. Und obwohl ja eigentlich die Trilogie abgeschlossen war, kam jetzt nochmal ein neues Spiel raus. Wir haben dieses Kälte-Setting, was ich ganz schön finde. Und das hat einfach neue Möglichkeiten eröffnet. Und ich würde mal so 2, 3 Sachen rauspicken, die mir besonders gut gefallen. Zum einen rein so ein bisschen vom Handling her. Wir hatten immer die Münzen in den anderen Andor-Spielen und die Münzen konnte man sammeln. Dann konnte man mit den Münzen wohin gehen und sich Gegenstände kaufen oder Stärkepunkte kaufen. Und die Münzen sind hier einfach komplett weggelassen worden. Das macht das Handling ein bisschen einfacher. Wir haben nicht mehr so viel Zeugs, was bei uns rumfliegt und müssen nicht immer einplanen, okay, einmal gehen wir da zur Schmiede, war es glaube ich, um uns Stärkepunkte machen zu können, sondern die Stärkepunkte, die sind, gibt es nach wie vor natürlich, wenn man Gegner besiegt, aber die sind auch unter diesen Plättchen ein bisschen mehr versteckt wie sonst und das finde ich ganz gut, weil das einfach ein bisschen vom Handling dann damit leichter ist. Und ein zweites Element, was mir richtig gut gefällt, was nämlich nochmal in die Art und Weise, wie man Bewegung planen muss, eingreift, ist, ab der 2. Legende spielen wir auf dieser jetzt aufgebauten Spielplanseite. Und da ist in der Mitte so ein Riesensee. Und der See ist von Eis überzogen, weil es spielt ja in der Kälte. Und man kann aber jedes Plättchen, also jedes Feld, wo es auch nochmal so extra Eisplättchen gibt, darf man nur einmal im Laufe der Legende betreten. Das heißt, sobald einer von uns mal hier war, dann wird das aufgedeckt und kommt dann auch aus dem Spiel. Da ist dann entweder was richtig Gutes oder auch was Blödes drunter. Und ab dann ist dieses Feld praktisch, da ist das Eis gebrochen und wir kommen da nicht mehr hin. Und da der See relativ zentral ist, kann man schon so ein bisschen einplanen, okay, vielleicht könnte nachher ein Endboss irgendwie, was weiß ich, hier oben auftauchen. Wir sind alle aber gerade da. Das heißt, wir müssen uns irgendwie so Optionen frei halten im Laufe der Legende, dass wir da noch rüberkommen, damit wir nicht ewig viel Zeit verlieren, weil wir außen rumgehen müssen. Das finde ich cool und das hat mir gut gefallen. Und hier gibt es halt auch mal, und das gab es sonst eigentlich nie, so Gegenstände darunter. Das heißt, eigentlich möchte man schon auch diese Plättchen nicht ganz so spät im Spiel irgendwie aufdecken, damit man die Gegenstände auch noch nutzen kann, wenn man sie denn findet. Und das fand ich hier richtig schön, das mit in die Überlegung einzubeziehen. Weil über den See sind alle Wege kürzer, aber halt nur einmalig. Das hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten
hat das Spiel leider so ein paar kleinere redaktionelle Mängel in den Karten, was ich ein bisschen seltsam finde, weil das kannte ich jetzt so von Cosmos eher nicht. Es gibt eine Karte in, ich glaube, es war gleich in der ersten Legende, nee, oder in der zweiten, die total überflüssig ist. Also da ist praktisch eine falsche Karte einfach mitten in dem Stapel drin. Und die macht überhaupt gar keinen Sinn. Also die komplette Karte, da ist auch gar kein Sternchen auf dem entsprechenden Buchstaben. Ich glaube, bei D war es. Und man liest dann die Karte und denkt so, hä, das geht gar nicht. Dieses Feld gibt es überhaupt nicht. Also die ist einfach da reingerutscht. Ja, und in der vierten Legende, da war eine Karte, da stand, man soll den Pfeil der Karte hier an einen Buchstaben anlegen, aber die Karte hatte gar keinen Pfeil. Kann man sich behelfen, ist ein kleinerer Mängel, aber das sind so Feinheiten, wo wir halt so drüber gestolpert sind und so, naja, welcher Pfeil, haben wir was übersehen, wo man dann halt erstmal so ein bisschen guckt und bei der anderen Karte natürlich auch so, was will die Karte uns sagen? Ja, und dann haben wir im Internet nachgeschaut und gesehen, okay, die Karte kann man halt ignorieren. Deswegen, falls ihr das Spiel auch spielen wollt, jetzt wisst ihr es. Aber vom Inhalt her und von der Story her und von der, wie es wieder gestaltet ist, finde ich, hat es dieses wunderbare Andor-Feeling. Es ist für mich so ein Spiel, was ein bisschen ja, in so eine, man kann schon fast sagen, Knobel- oder Puzzle-Ecke reingeht, weil man immer wieder so planen muss, okay, der geht dann dahin, der da, der da, der da, der da. Oh, da kommt ja einer rein, aber wenn wir den dazwischen kaputt machen, dann kommt nur der da, der da, der da. Also man muss sehr dieses logische Überlegen im Vorfeld, das muss man als Gruppe gut hinbekommen, damit man es schafft. Wir haben alle Legenden auf Anhieb geschafft, aber gerade die Legende 2, das war die erste Legende auf diesem Plan, weil die Einführungslegende spielt auf der Rückseite, da ist das bekannte Andor drauf, nur im Schneegewand, nenne ich das mal. Aber die erste hier auf der Seite, die hätte uns fast, hätten wir fast nicht geschafft. Die war richtig happig, weil immer wieder noch neue Sachen dazu kamen. Und dann waren wir ganz stolz auf uns, dass wir die doch noch so auf letzter Rille geschafft haben. Und dann fand ich fast, dass die Legenden 3 und 4 ein Ticken zu einfach waren. Also Legende 3 haben wir ganz, ganz easy geschafft. Da hatten wir überhaupt keine Probleme. Es ist natürlich auch immer ein leichter Glücksfaktor mit drin. Gerade wenn man sowas hat, wo man was suchen muss und man findet es schnell, dann ist das Level natürlich oder die Legende ein bisschen einfacher, als wenn man es nicht so schnell findet. Aber Legende 3 haben wir wirklich easy geschafft. Und bei Legende 4, da wurde es zwar, war der Erzähler schon recht weit oben, aber das haben wir einkalkuliert und dann hatten wir auch keine Probleme, die zu schaffen. Aber inhaltlich fand ich es wirklich schön gemacht. Es gibt noch interessante Sachen hier, wie zum Beispiel diese Höhle, die in der zweiten Legende oder ab der zweiten Legende dann freigeschaltet wird, die immer so Specials hat. Man sieht schon, hier gehen ziemlich viele Pfeile rein, also irgendwie bewegen sich die Gegner dahin, aber ich sage jetzt nicht, was da passiert. Und da steht 14 Willenspunkte, also es ist nicht so einfach, diese Höhle zu betreten. Und es gibt hier so Lagerfeuer, die man sich machen kann. Wenn man auf einem Feld mit dem Lagerfeuer steht, dann wird man ein bisschen stärker. Es gibt auch einen Charakter, der als Spezialfähigkeit hat, dass er dieses Lagerfeuer praktisch mit sich tragen kann. Grundsätzlich sind die Charaktere neu, bis auf den Nilan. Also der hat immer noch die Fähigkeit, dass er einen Würfel umdrehen kann auf die Rückseite. Und die anderen drei Fähigkeiten sind neu. Es gibt keinen Fernkampf mehr zum Beispiel. Also man muss jetzt immer alle auf das Feld der Gegner gehen, was ja aber kein Nachteil ist. Und es gibt auch neue Gegnerarten. Diesen hier, der immer wieder vorkommt, statt den Skralen, die es früher gab. Und so spielt man halt voran. Also wer Andor schon immer gut fand und diese, ich nenne es mal wirklich Knobeleien mag, der wird sich auch hier wieder total wohlfühlen. Wer immer schon gesagt hat, ah, Andor, nee, das mag ich nicht, der wird sich hier auch nicht wohlfühlen. Also ich finde es eine gelungene Fortsetzung. Ich hätte mir vielleicht noch eine fünfte Legende gewünscht, wobei die vierte variabel ist. Da gibt es drei verschiedene Endbosse, die kommen können, sodass man die im Grunde dreimal spielen kann und dann geht's wieder. Aber vielleicht noch eine Legende mehr hätte dem Ganzen gut getan. Aber
es war stimmig vom Gesamtpaket und hat mir wieder richtig viel Freude bereitet. Ja, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß mit diesem Video und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.